Starten. Bring in the master. Ich fange erstmal mit dem Scheiß an, Dani. Oh, das Goldpack. Okay, 3, 2, 1. Komm. Was Geiles aus dem Goldpack. Walkout. Was? Aus dem Goldpack? Was? Okay, es ist Otamendi. Aber was? Einfach aus dem Goldpack. Und noch ein Shadow. Geht's. Alter. Also alles aus dem Goldpack. Alles aus dem Goldpack. Und jetzt noch ein Prime Goldspieler Set Klein. Joop. Das war's dann wieder komplett. Oh, Pastore. Geil. So. Dann jetzt Jumbo Premium Goldpack. Boah, geil, Savage. Oh, Savage. Oh, Soundshadable. Bitte es an. Ah. Ah. Dann mach jetzt mal einen Megapack auf. Yo. Yo. Und ich mache gerade etwas in Vega schon seit einer Stunde und locker, es wird gut aussehen. Locker sieht so richtig scheiße aus und so alle Mühe warm sonst. Ah. Für die Hashnägel. Aua. Boah, geil, Queen Castells. Oder wie heißt der? Ich weiß es nicht. Köln. Ah. Unshadable. Boah, geil, ein englischer Manager. Ein Megapack. Walkout. Halt. Alter. Es ist wieder Otamendi. Wie kann man zweimal Otamendi ziehen? Der erste war tradable, man kommt jetzt. Ah. Das ist eine gute Frage. Der erste dieses Mal untradable, der andere war tradable. Gut, das ist eigentlich kein Problem, weil den kann ich dann für den SBC benutzen. Und den anderen kann ich verkaufen. Hä? Wie kann man zweimal auf dein Handy ziehen? Wie ist das überhaupt möglich? So, Jumbo Premium Goldpack. Boah, geil, Schmeichel.
komm, nochmal ein Megapack. Nochmal Otamendi? Nein, diesmal war es nur scheiße. So, noch zwei Packs. Komm. Und nochmal das letzte Megapack. Komm. Nochmal irgendwas Geiles. Ah. Boah, geil. Aber mit zwei Otamendis kann man leben. Das würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Ich nicht. Otamendi ist scheiße. Er ist auch nicht wirklich gut, aber ich meine, dafür, dass ich den ersten aus dem Goldpack hatte, ist das alles, Alter, der geht für 30.000, was? Was? Wie viele Leute? Gut, hier ist gerade einer, für den auch für 2.400 geboten wird. Alter, da biete ich drauf. Okay, ich wurde überboten. Okay, ich biete drauf. Geil. Der lässt sich ja locker gewinnbringend verkaufen. Locker einfach nicht. Locker einfach schon. Otamendi hat sich instant verkauft, geil. Welcher Mensch kauft sich eigentlich Physiotherapeuten? Warum würde man sowas machen? Gut. Weil man Kreuzbandriss hat. Ich wurde überboten. Okay. Ich spiele jetzt auf den Otamendi, sodass ich Profit mache. Das heißt, so sagen wir mal, bis 25.000 könnte ich bieten. Ich weiß nicht, wie viel 5% von 29 sind, glaube ich. Wenn ich ihn für 29 anbiete. 29 mal 0,5. 14,5. Als ob das so viel ist. Ich bin dumm. Das sind ja 0,05, weil es ja dann, das heißt, von 30.000 mal 0,0. Sind gleich 1.500, das ist ja. Dann kann ich ja bis 29.000 bieten. Und zurzeit bin ich am Führen bei einem Boot von 5.100. Also, da ich bin guter Dinge. Dass ich den Gewinn bringend weiterverkaufen kann. Locker für 2.000 Gewinn. Ja, aber Junge, 2.000 Gewinn sind doch auch haben oder nicht haben. Ehre, wenn da niemand mehr drauf bietet. Okay, es hat jemand drauf geboten, aber Junge. Efi, dann kommst du für 20.000 an, kannst du ihn natürlich für 22 verkaufen. Nein, ich kann ihn für 29 verkaufen. Ich habe gerade eben einen für 27 oder 26,50 verkauft. Mach ich 6.000 Profit. Na gut, okay, mit EA Tags 5.000 Profit. Mach trotzdem, wie sagt man? Sinn. Zumal ich gerade bei 5.300 führe. Und es sind noch 2,5 Minuten.
Keine Ahnung, ich glaube, das ist deswegen, damit man sich nicht gegenseitig irgendwie Geld schenken kann oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt führe ich bei 6.100. Ich hasse die Leute, die dann einfach kommen und 9.500 bieten. Wer würde sowas machen? Es hat doch jemand geboten. Hallo? Okay. Alter, ist noch einer für 1.500 und noch einer für 1.500. Erstmal auf alle beide bieten. Dari, ich sag, damit werde ich so viel Profit machen. Oder halt auch nicht, aber mal gucken. Ich könnte natürlich auch bieten, dann mache ich einfach so viel Profit. Nee, Dari, weil ich biete so lange, dass du keinen Profit mehr machst. Dann machst du aber auch keinen Profit mehr. Nee, aber ich verliere auch kein Geld. Aber es ist die Genugtuung, dass Dari da wenigstens keinen Profit macht. Weil er so unehre war und mehr Profit verhindern wollte. Ich kaufe mit Spielern des Lebens wieder ewig. Ich muss sogar FIFA neu starten, weil es einfach nur lebt. 59 Sekunden, Jungs, und ich führe bei 9.700. Bitte. Das wäre so, glaube ich, eh okay, jemand bietet. 10.200. Ich kann den Spieler hier nicht kaufen. Was soll der? Jetzt hat jemand für 12.000 geboten. Alter, warum bieten gerade so viele? Hallo. 15.000. Junge, mir ist durchaus bewusst, weswegen sie bieten. Das ist aber eine rhetorische Frage. Alter, mein Gebot läuft ständig ab. Diese Wichser. Alter. Alter. Okay, ich starte die Transferliste neu. So, nein. Dari. Alter, mein FIFA ist gerade auch komplett kaputt irgendwie. Wir waren gerade eben noch bei so einem richtig niedrigen Gebot. Jetzt ist es mega ranzig. Aber ich werde trotzdem Profit machen. Ich sag dir, ich mache hier drauf Profit. Okay, vielleicht mache ich doch kein Profit. So, warte. Ah, es gibt Leute, die den, glaube ich, locker haben wollen. Einfach um ihn zu... Ja. Der auf dem ist jetzt gerade mit 26.000. Okay, ich biete, glaube ich, bis... Bis wann macht es Sinn? 1.500 sagt ich von 30k. Von 30k 1.500. Das ist mein letztes Gebot. Wenn ich jetzt überboten wäre, dann... dann lasse ich's. Ja, ich wurde überboten. Ja. Alter, ich mach so Gewinn, ne? Ja, Dari, ich hätte auch Gewinn gemacht, wenn da nicht so eine Arschlöcher gewesen wäre. Ja. Aber Arschlöcher, sie wollen einfach Profit machen. Sie wollen aber den Spieler haben den normalen Preis. So, ich guck jetzt nach weiteren Spielern, die richtig billig angeboten sind, die ich mir dann kaufen kann und weiterverkaufen kann. Das sind so die besten Ideen, die ich je hatte, Dari. Alter, da muss ich. Was ist noch ein Spieler, der so unter 50k ist? Ja. Nein. Okay, ich gehe für unter 50k so. Ich hab keine 150. So, unter 50. Und ich mach mal unter 40k. Damit ich mein ganzes Geld verzocke. So. Okay. Minimum sofort Kaufpreis. Mach ich mal auf 50k, weil dann kommt ein guter Spieler. So. So. Davinson Sanchez. Das ist die 1000 Informs. Company. Pulisic. Als ob seine Road to Final Karte so billig ist. Gut. Ha, Iniesta. Douglas Costa war da gerade eben. Manolas, Pedro, ist der nicht diese Woche Team of the Week? Ja. Ja. Ich hab's ja jetzt nicht auf den Markt gegeben.
Ne? Alter, das ist doch nicht wahr. Als Abwechslung gimpfen wir jetzt mal. Ich hab Gimpf nicht mal installiert, let's go. Okay, ich versuche jetzt Douglas Costa zu bekommen und Reus. Für wenig Geld. So, Douglas Costa. Weil im EFI hat sich bei dir das Team komplett schon aktualisiert, also wenn du halt draufklickst, so. Weil bei mir komplett immer noch das Alte. Ja, das war auf der Handy-App vorhin auch so. Natürlich kann. Natürlich. Hi, weil ich habe gestreamt, wie ich die Packs geöffnet habe. Du warst leider nicht da. Aus dem Goldpack habe ich. Wen habe ich gezogen, Dari?